Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, neues Video, klar. In dem ich über Super Mario 64 ROM Manager reden werde. Ich möchte auch grundsätzlich einige Funktionen zeigen. Ja, halt so viele wie möglich, ja, sagen wir so. Und auch ein paar Fragen klären, die immer wieder mal auftauchen. Also zuallererst zeige ich kurz, was wichtig ist. Also wenn man das Ganze runtergeladen hat und jetzt dann den Ordner aufgemacht hat, nachdem man ihn entpackt hat, hat man hier einmal ja, mehrere Dateien. Wichtig sind eigentlich nur hier diese Super Mario 64 ROM Manager.exe, Super Mario 64 Model Importer.exe und die AppleyPBF.exe. Die AppleyPBF.exe macht genau das, was der Name sagt. Also halt genau das, man kann seine ROM auswählen und Patch auswählen und dann patcht er die ROM drauf. Hat man hier einen Haken gemacht, berechnet er auch die Prüfsumme neu oder gängig er die Checks an. Das macht dann automatisch mit. Nur Haken setzen. Gut. Model Importer, dazu komme ich später. Der ROM Manager wie folgt. Also es soll, das Ganze, dieser ROM Manager soll mehr oder weniger mehrere Programme, die man früher zum Hacken gebraucht hat, zusammenfassen und nebenbei auch noch, also das war gut der ursprüngliche Plan dieses Programms, dass man einen komplett neuen, sagen wir jetzt mal, Model Importer schafft, mit dem man Levels importieren kann, also einen neuen Level Importer sozusagen. Ich habe mir dann allerdings gedacht, nein, das machen wir jetzt ein größer. Ich meine, man braucht bisher brauchte man, sagen wir, mindestens 3-4 Programme inklusive zum Beispiel SketchUp. Also ich gehe jetzt mal von einem Anfänger aus, der braucht SketchUp, er braucht den Level Importer, dann braucht er einen Textmanager, braucht er einen Totsu 64 oder so oder irgendwas halt, Quad 64. Dann brauchte er, je nachdem was er machen wollte, braucht er noch ein, zwei mehr Tools, je nachdem. Und ich möchte das Ganze hiermit eingrenzen, dass quasi vor allem Anfänger hergehen können. Sie haben ein Programm und können dann mit dem arbeiten, ohne dass sie noch zusätzliche Software benötigen. Ja. Also zuerst einmal, wie funktioniert das Ganze? Ich lade jetzt einfach mal eine neue ROM. Eine komplett neue Super Mario 64 USA ROM. Und dazu komme ich jetzt schon zum ersten Punkt. Die Frage kläre ich gleich. Es werden in Zukunft auch je nachdem, ich möchte auch europäische ROM unterstützen und japanische ROMs unterstützen. Aktuell sind aber aufgrund des Zeitmangels momentan nur die USA ROM kompatibel. Also, ich nenne die jetzt einfach mal kurz Test. Alles, man muss einfach nur OK klicken, damit sie erstmal, wenn man sie laden will, muss er sie vorbereiten, patcht einen Patch drauf und macht noch ein, zwei andere Sachen, um eben einige Codes, die später benötigt werden, nun auf die ROM zu patchen. Ja. Um alle Funktionen eben zu aktivieren. Das soll später mal auch noch ein Auswahlfenster geben, wo man die einzelnen Funktionen, die man aktivieren möchte, von Haus aus drauf patchen kann oder nicht. Also aktivieren kann oder nicht. Das ist dann allerdings für immer, man wird das nicht groß ändern können. Das wäre recht aufwendig. Okay. Zunächst mal das Hauptinterface. Ja klar, hier hat man seine zuletzt benutzten ROMs. Man kann hier eine neue ROM öffnen oder auch über Datei und öffnen oder über Steuerung O. Drei Möglichkeiten. Gleich hier auf der ersten Seite kann man hier eben bei Spielnamen seinen Namen von der ROM ändern. Also vom Spiel, von der EEB-Datei später, also von der Speicherdatei, wie im Spiel später halt das Spiel sich schimpfen soll. Das ist wichtig, damit er nicht die Spielstände von Super Mario 64 nutzt. Also zum Beispiel ich schreibe jetzt mal groß, obwohl das wurscht ist. Mein Spiel, naja, wie auch immer. Oder einfach mit Speichern kann man das Ganze wieder abchecken. Okay, was gibt es hier oben in der Menübar? Zuerst mal File, naja, selbsterklärend. Nebenbei, wenn man eingestellt hat in den Einstellungen, dazu komme ich später nochmal, kann man auch mit oder ohne, wenn man was einstellt, das erkläre ich später, kann man einfach 5 drücken und die aktuelle ROM wird im Standard-Emulator geladen. Komme ich aber später nochmal bei den Einstellungen dazu.
Module. Hier hatten wir einmal die drei wichtigsten: Level Manager, Music Manager und Text Manager. Eben einmal, um die Levels zu erstellen, zu verwalten, zu bearbeiten und so weiter. Dann die Texte zu bearbeiten und Musik hinzuzufügen, zu löschen und zu bearbeiten. Wobei bearbeiten, naja, nicht wirklich bearbeiten, das ist später. Bei mehr Kammer hat man noch einen Textkonverter. Dieser konvertiert einfach, das ist aber für die Fortgeschrittenen eher, dass man einfach hergeht und sagt, mein Text, und der konvertiert das Ganze dann in Bytes, wie man sie dann mit dem Hexeditor halt in Summa 64 einfügen kann. Das Ganze geht auch umgekehrt, also quasi so rum. Ja, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Und hier hat man auch noch eine Möglichkeit, das Patch, die Patch-Anwendung zu starten, wobei die dann integriert im Programm läuft. Ja, auf jeden Fall, über Tools kann man auch nochmal hier über Update Checksum, also das ist noch Englisch, komme ich auch noch gleich dazu. Also über Update Checksum kann man die Prüfsumme eben nochmal erneuern, da kannst du, braucht man auch nur F9 drücken. Naja, leichter, wenn man jetzt eine Kommandozeile öffnen muss und in diesem Checksum-Programm und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, ja. Über Optionen kommt man zu den Einstellungen, zu denen komme ich gleich, in Style Manager auch gleich. Dann noch zwei, drei nicht funktionieren, ja, die funktionieren noch nicht, da muss ich noch ein paar Links hinterlegen, mache ich demnächst. Auf jeden Fall kommt man dazu den, zumindest bei Send Message, da kommt dann noch Bug Report dazu und Future Request, also quasi, wenn man, also das ist hier die Seite, also so eine Seite, ja, im Forum von Hack64 gibt es hier einen Thread, auf jeden Fall. Über mein Programm, ich habe halt aber Sachen zusammengeschrieben. Und hier unten kann man einmal ein Formular ausfüllen, wenn man einen Bug gefunden hat oder einen Fehler oder was auch immer, schaut es euch einfach an. Dann einfach ausfüllen, auf Senden drücken und ich bekomme das dann und schaue, dass ich das so schnell wie möglich behebe. Und für Funktionsvorschläge oder halt Wünsche, Anträge für Funktionen oder Sachen. Auf jeden Fall dieses Formular auf, einfach draufklicken und das ausfüllen. Da kommt ihr dann später auch, hier jetzt sind dann zwei Links verfügbar. Über Updates könnt ihr auf Updates prüfen, das macht ihr beim Start immer automatisch, es sei denn ihr deaktiviert es in den Einstellungen und about halt, ja, was auch immer, das muss ich nicht erklären. Einstellungen, Suche nach Updates automatisch, Standardwerttypen, das ist folgendermaßen, überall wo Zahlen angezeigt werden, werden diese Zahlen entweder in Dezimal angezeigt oder in Hexadezimal mit folgender Signierung: 0x wie in C-Sharp und H wie in VB oder es ist Dollar in wie woanders. Und auch wenn man Zahlen eingibt, ist es wichtig, dass man entweder Zahlen eingibt mit, wenn man eine ganz normale Zahl eingibt ohne irgendwas davor, ist es eine Dezimalzahl. Außer man hat Hexadezimal aktiviert, dann ist es zuerst eine Hexadezimalzahl und ja, ist eine Hexadezimalzahl automatisch. Es sei denn, man packt ein 0x davor, ist es immer eine Hexadezimalzahl. Packt man ein Dollar davor, ist es immer eine Hexadezimalzahl. Dasselbe bei und H. Mit 0b kann man eine binäre Zahl eingeben, zum Beispiel 11011. Oder mit und b kann man auch eine binäre Zahl eingeben. Ob das jetzt notwendig ist, naja, eigentlich nicht. Es ist halt drin. Ja, und nicht vergessen, Dezimal, wenn eingestellt ist, werden Zahlen standardmäßig Dezimal angezeigt. Wenn man eine Zahl eingibt, zum Beispiel 0e5e, ohne einem 0x oder Dollar davor, dann ist das, wenn man Hexadezimal eingestellt hat, automatisch eine Hexadezimalzahl. Bei Dezimal würde die Zahl nicht erkennen, ganz einfach. Ja. Das ist wichtig. Standard hier. Bei den Spielstartparametern, das ist oben, was ich gemeint habe. Das ist hier auch noch in Deutsch. Sage ich nachher etwas dazu. Wenn man F5 drückt, kann man das Spiel starten. Entweder man hat vorkonfiguriert unter Windows Rechtsklick und Öffnen mit. Und dann kann man hier sagen, also wenn ich jetzt öffnen, andere App aussuchen. Wähle hier meine App aus, mache meinen Haken bei immer diese App öffnen und gucke, okay. Das ist entweder so oder eben unter Projekt 64. Dazu muss man Projekt 64 mal kurz als Administrator ausführen. Funktioniert wie folgt. Als Administrator ausgeführt. Ja, und dann kann man unter Optionen und Einstellungen
muss man, wenn man nicht die ganzen Reiter hier hat, muss man zuallererst mal auf, wo auch immer, man hat nur zwei Reiter, irgendein Reiter sollte irgendwie ausschauen. Das findet man schon. Hier, genau. Zusätzliche Optionen verbergen. Das muss man dann Haken rausnehmen, dann auf OK drücken, dann nochmal aufrufen und dann auf Integration. Und dann setzt man hier einfach seinen Haken bei Z64 oder andere ROM-Typen, die man eben geladen haben möchte. Klickt dann auf OK. Und damit war es. Und der ganze Schlüssel dazu ist, das Ganze als Administrator ausführen. Ja, sonst funktioniert es nicht, weil VRIC64 braucht zwingend Adminrechte, um das zu setzen. Für mich unverständlich, weil es geht auch so, aber naja, wer auch immer das programmiert hat. Man kann einmal, wenn man öffnen mitklickt, das setzt dann hier einfach alles auf 0 zurück, also ohne irgendwelche Parameter. Oder man sucht sich hier sein Programm aus und dann wird der Pfad hier angezeigt und dahinter kann man noch Parameter einfügen. Wenn man hier, ja genau. Und das ist weniger wichtig, das ist weniger wichtig, das ist weniger wichtig, kann man sich ja mal durchgucken. Standard-Lademodulen, dazu muss ich nur kurz was sagen. Wenn man nämlich Modelle lädt, dazu komme ich auch noch später, dann hat man drei Möglichkeiten. Entweder über einen Simple File Parser, das ist ein Modul, das ich geschrieben habe. Der kann allerdings nur OBJ-Dateien lesen. Dafür unterstützt er allerdings dieses eine Vertex Colors Format von dem einen Plugin, das man in Blender einfügt. Fragt mich nicht, es funktioniert. Wenn es nämlich mal Probleme mit Vertex Colors aus Blender exportiert geben sollte, mit OBJ-Dateien dann einfach auf Simple File Parser umstellen, dann sollte es funktionieren. Wenn nicht, weil man bei Assemb, das kann so ziemlich angegeben waren, über 40 verschiedene Formate, aber das glaube ich sind mehr. Wie auch immer. Weiter geht's. Also da sind wir jetzt durch. Style Manager sage ich noch kurz einen Satz dazu. Ich gebe zurück. Style Manager. Also man wählt hier einfach seine Farbenkombination aus. Hier die Office-Anwendung ist standardmäßig auf dem von OneNote gestellt. Einfach weil die Farbe nicht oft benutzt wurde, das kennt dann direkt jeder. Naja, wie auch immer. Und diese blauen Farben hier beibehalten, dazu sage ich nachher auch kurz was. Also, wir haben jetzt die ROM geladen, haben hier jetzt, gehen wir auf Level Manager, haben hier bei Level unsere Levelliste, können einmal hier ein neues Level erstellen oder über den Pfeil hier Import Level. Dazu müssen wir dann einfach unsere entweder alte Super Mario 64 Editor ROM auswählen oder eine bereits vorhandene ROM Manager ROM auswählen und kann da dann das Level importieren. Man wird dann auch noch hinterher gefragt, nachdem man das Level zu importieren, der Level ausgewählt hat, in welches Level es importiert werden soll. Ja, ich erstelle allerdings jetzt ein neues Level. Ich muss auswählen, welches überschrieben wird. Ich nehme das erste jetzt einfach. Gut, das war's. ihr habt eine Stellauswahl, das ist eben Excel-Link. Ja, klar, auf jeden Fall. Hardcoded Kamera, die ist standardmäßig aus, kann man auch wieder aktivieren, wenn man das möchte. Falls sie benötigt wird, weiß er nicht. Diese Standard-Startposition ist die, wo dann einmal in den Credits, wenn die Credits laufen, wo die Kamera spawnt. Oder wenn man in diesem Level das Spiel startet, startet man auch auf dieser Position. Und in dieser Area. Dazu sage ich aber später, wie man das viel leichter setzen kann. Das geht nämlich genauso im Editor. Dann hat man unter Object-Banken, kann man sich eben die Object-Banks auswählen. Standardmäßig sind alle deaktiviert, damit man möglichst viel Platz spart. Muss halt durchgucken. Dazu sage ich auch nicht viel. Kennt man ja bereits. Hier unten hat man bei Bereiche, wählt man einfach seinen Bereich aus. Wenn man erst noch einen hinzugefügt hat. Wenn man hier einen hinzufügt, muss man gleich zuerst mal ein Modell laden. Ich lade jetzt hier einfach mal ein Modell. Modell und ja, genau. Was für eins nehmen wir denn? Nehmen wir das FBX hier. Das hat Vertex Colors. Und dann laden wir noch kurz nach. Das wollte ich nicht. Hier auch, wenn man auf den Pfeil klickt, hat man die zuletzt benutzten Modelle, die man dann einfach nochmal laden kann. Ja.
Okay, dann lade ich mal kurz die 401. Collision, da kann man seine Collision auswählen. Ich habe jetzt einmal die Collision so. Okay. Okay, hier hat man Skalierung, wie das Modell skaliert werden soll. Ich habe standardmäßig 500 eingegeben. Man kann es zentrieren, sein Modell. Man kann aktivieren, dass er quasi die ganzen Vertices reduzieren soll. Das spart dann Mengen Platz im Modell. Man kann ja angeben, ob er die Texturengrößen anpassen soll. Also die ganzen Texturen meine ich, dass er sie die Größen eben aufs Spielformat zurecht ja, macht hat. Und ob er sie vielleicht sogar umdrehen soll. Ja. Hier unten hat man auf jeden Fall hier die Schattierung. Hier kann man auswählen die helle Schattierung, also Farbe oder ja, was halt ist die Schattierung. Ja, eine helle und eine dunkle Farbe, je nachdem, wie man das Ganze mixen will. Das muss man machen mit der Bettstelle. Dann haben wir hier Nebel. Hat man hier die Nebelart und auch eine Nebelfarbe, die man einstellen kann. Mit More Colors kann man halt noch mehrere Farben laden. Die Obenachse, das ist die normalerweise die Up-Axis. Hier kann man einstellen, welche Achse beim Laden vom Modell oben sein soll. Das gilt allerdings nur für, na das gilt für alle. Ja, also einmal ob die Y-Achse oben sein soll oder die Z-Achse, je nachdem. Wenn man nämlich dann sieht, hier in der Modellvorschau, da kann man das Modell anschauen. In der Collision-Vorschau, das Collision. Auf Modellvorschau, wenn ich hier gehe, dann habe ich hier eine kurze Vorschau von dem Modell. Ja. Wenn ich hier sehe, dass das Modell irgendwie falsch rumgedreht ist oder so, dann sollte ich vielleicht mal überlegen, ja, ich ändere das mal kurz auf Z oder von Z auf Y, je nachdem. Im Grafikeditor, da gibt es das eigentliche Punkte zu erklären. Also im Grafikeditor, also hier. Man kann hier quasi einige Sachen einstellen, ja. Vom Modell. Ja, das ist ganz wichtig. Ich bin beschäftigt, Leute. Gut, man kann hier seine Texturen aus dem Modell, von der visuellen, vom visuellen Modell, nicht von der Collision, zu den Collision kommen wir später, da wird nämlich auch mit Texturen gearbeitet, allerdings nur eben für die Einstellungen, auf, ja, später. Also der Grafikeditor ist hier dafür da, man kann seine ganzen Texturen, wenn man draufklickt, hat man hier die voreingestellten Eigenschaften, die man jetzt abändern kann. Zum Beispiel standardmäßig ist bei Texturentyp RGBA 16 eingestellt. Das bedeutet, dass man 2 Byte für die Farbendarstellung hat. Eigentlich reicht es auch. Wenn man jetzt allerdings Alpha-Texturen hat, wie zum Beispiel diese hier, dann sollte man ein RGBA 32 einstellen, weil RGBA 16 kann nur entweder komplett durchsichtig, also die Pixel, entweder nur komplett durchsichtige Pixel oder komplett gefüllte Pixel. Also keine transparenten Pixel in dem Sinn. RGBA 32 unterstützt es allerdings. Gut, das ist mächtig. Hier C, also es funktioniert hier noch alles bis auf CI8 und CE4, die zwei habe ich wieder vergessen rauszunehmen. Die werden in Zukunft auch mal funktionieren. Nur aktuell habe ich nicht die Zeit dazu, ich habe dauernd Probleme, die irgendwie zum Funktionieren zu bringen. Drum. Ja, auf jeden Fall, hier hat man die Möglichkeit, Texturanimationen zu aktivieren. Die kann man dann nach dem Importieren einstellen. Ja, dazu später. Hier hat man die Möglichkeit auszuwählen, welche Displayliste er auswählen soll. Normalerweise macht das immer automatisch. Sollte es allerdings sein, dass ihr irgendeine Textur hernimmt und versehentlich auf Transparenz stellt oder auf irgendwas anders, dann sollte man das selber anpassen dann hier. Alpha ist das, was ich hier habe. Transparent ist dann was halt transparent ist, wo man durchgucken kann, aber trotzdem da ist. Naja. Lasst es auf automatisch. Hier hat man die Möglichkeit, Mirroring für die Textur zu aktivieren. Das mache ich jetzt mal. Das mache ich allerdings hier auf der Textur. Und für die Textur, ja, die Crystal, ach, das habe ich schon auf der Textur. Mirroring, machen wir Mirroring. Mirroring, Mirroring. Okay, auf der Textur enable ich einmal die Crystal Effects. Das heißt, dass das Ganze, wir werden es nachher sehen, wie das ausschaut. Genau.
Dann kann man hier speichern und schließen. Das speichert es immer automatisch und wenn man das Modell lädt, hier werden die Einstände auch automatisch wieder geladen. Das heißt, man muss nicht jedes Mal das Modell laden, im GraphQL-Engine alles wieder neu einstellen. Die sind hier erhalten, die bleiben auch erhalten, auch wenn ich jetzt den Raummanager dazu mache. Und der Collision Editor ist das folgendermaßen. Hier zeigt er mir alle Texturen aus der Collision an, aus dem Collision-Modell. Folgendermaßen wird das Ganze geregelt, auch wie eigentlich bisher im alten oder im anderen Editor, im Level Importer. Man hat seine Textur und weist der dann einen Collision-Typ zu. Das ist die einfachste Methode auf Flächen, ja halt Texturtypen zu weisen. Die Liste hier ist eine aktuellere Liste, die habe ich, weiß nicht von wem ich die habe, auf jeden Fall habe ich die halt von irgendjemandem und habe es halt eingebaut. Zum Beispiel, dass ich irgendwas auf Lava setzen kann oder so. Ja gut, hier hat man die Möglichkeit einen eigenen Typ zu setzen, zum Beispiel 0xf, weil der ist hier nicht verfügbar. Sollte er allerdings verfügbar sein, zum Beispiel 0xe oder 14, dann wählt den hier oben auch automatisch wieder aus. Man kann auch einstellen, dass diese Textur non-solid ist. Das bedeutet dann so viel, wie dass alle Flächen, die diese Textur drauf haben, später im Spiel nicht da sein werden. Also Mario kann dann einfach durchlaufen oder wie auch immer. Ja, gut. Hier hat noch Param 1 und Param 2 für die Textur hier oben, also für den Typ hier oben. Ich lasse das jetzt mal auf Default. Ach ja, okay. Ja, genau. Das war das. Man kann auch mehrere auswählen nebenbei und da einstellen. Auch wenn das Bild hier noch das oben anzeigt, aber das sind, man kann mehrere auswählen hier. Genau. Und die bearbeiten. Das ist kein Problem. Gut, das war alles, was ich hierzu sagen muss. Ich sage jetzt mal konvertieren und jetzt haben wir unsere Area hinzugefügt. Wenn er fertig ist. Ja, normalerweise, wenn, also ich schätze mal, das liegt daran, dass die Aufnahme gerade läuft. Weil so lange braucht er nicht. Normalerweise. Normalerweise. Weil wir sind aber völlig ausgelastet schon. Ohne dass ein Aufnahmeprogramm läuft. Okay. Also. Jetzt hat man hier seinen Bereich, den kann man auswählen. Man kann bis zu 8 Bereiche hinzufügen pro Level. Das bedeutet, ja, ein Level mal 8 halt. es ist auch so, dass man quasi das hergeht und ich habe ja ein spezielles System, dieses COE Bank System, one COE Bank System per Area. Bedeutet, quasi, dass er für jede einzelne Area das Modell neu in den RAM lädt. Sprich, man muss sich nicht den Platz aufteilen für alle Areas in einem Level mit alle Modelle quasi in diese eine Bank hier rein, in die Bank COE und dann da rein alle Modelle laden und hoffen, dass der Platz reicht für alle Areas. Für alle Modelle von allen Areas. Das ist nicht der Fall, man hat jetzt für ein genauso viel Platz wie vorher für ein ganzes Level mit einer Area. Gut, geklärt. Standard-Tarian-Typ, gut, das erklärt sich auch von selbst. Falls es jemand nicht weiß, dieser Standard-Tarian-Typ, das ist. Na, das ist ja nicht. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Der ist da nicht. Doch. Ja, doch, eigentlich schon. Eigentlich schon, der Standard-Tarian-Typ ist, wie sich der Boden verhält, wenn man im Collision Editor eine Fläche auf Default gestellt hat. Also Collision Typ auf Default gestellt hat, dann greift hier das, was man hier eingestellt hat. Gut, Umgebungseffekte selbsterklärend, Kamera selbsterklärend, wobei, stopp, nein, Kamera und wenn ich hier auf bei Kamera COE einstelle, also Platforms Level, sind, ist es was im Original, hat man dann die Möglichkeit hier zwischen 3D, also der Standardkamera, und der 2D-Kamera, die neu ist, die von Kase Emanuel
erstellt wurde, gecodet wurde. Ne? Schon lange her. Aber er hat 5 Minuten kurz optimiert. Wobei eigentlich hat er, ja, wie auch immer. Hier, 2D, kann man zwischen 2D und 3D switchen. Bei 2D-Kamera hat man einfach eine 2D-Kamera. Punkt, man kann sie drehen. Und Mario kann sich auch nur in 2 Richtungen bewegen, nach links und rechts. Ja gut, auch nach oben und unten, aber halt nach vorne und hinten halt. Nur halt 2D. Ja. Dann hat man hier eine Möglichkeit, Hintergrund einzustellen. So komme ich gleich nochmal. Bereich Startnachricht, das ist, heißt, dass wenn man in diesem Level noch keinen Start gesammelt hat und das Level betritt, dann kann man hier sagen, ja, dann zeige mir die Nachricht mit der Dialog-ID 5. Ja, gut. Als nächstes kommen wir zum Bereichsmodell. Na, stopp, zuallererst noch kurz zum Hintergrund. Also, man hat die Möglichkeit, den Level-Hintergrund auszuwählen, den man oben einstellen kann. Hier, da kann man einstellen, ob er einen Original-Hintergrund wählen möchte und dann kann man hier einen davon auswählen. Oder man möchte einen eigenen und dann kann man über den Laden-Button auswählen. Es wird nicht nur empfohlen, sondern ich glaube auch verlangt, dass es eine 248x248 Pixel großes Bild ist. Ja. Oder man wählt auf einfach keinen Hintergrund aus, dann ist das Bild nicht direkt schwarz. Ja, dann ist das Bild eigentlich schwarz. Ne, warum ist es einfach kein Hintergrund denn? Ja. Hier unten im Bereich kann man einstellen, ob er jetzt einen Level, ob er den Level-Hintergrund von oben nehmen soll oder eine feste Farbe. Dass der Hintergrund komplett blau sein soll oder komplett grün oder was auch immer. Ja. Wenn man hier das auf Color stellt nebenbei, dann wird beim Speichern automatisch der oben hier wieder auf kein gestellt, falls kein anderer Bereich, also falls kein einziger Bereich den Hintergrund benutzen sollte. Das spart dann wieder ein bisschen Platz im Arbeitsspeicher während des Spiels. Als nächstes Bereichsmodell, hier hat man die Möglichkeit, das Modell für den Bereich nochmal neu zu importieren. Oder nur das visuelle Modell oder nur das Collision-Modell. Oder wenn man jetzt doch da drauf geklickt hat, kann man hier noch den Haken rausmachen. Dass man quasi nur das visuelle Modell neu importiert oder nur die Collision neu importiert. Gut. Modell exportieren bietet die Möglichkeit, auch wenn sie noch nicht aktuell nur halt funktioniert, aber nicht so wie traumhaft funktioniert. Sie funktioniert halt. Ja, man kann halt also sein Modell exportieren. Einmal das visuelle Modell und einmal die Collision. Texturanimationen, da hatte ich jetzt glaube ich keine Textur drin. Jetzt importiere ich mal ganz kurz neu, und zwar das ganze Modell. Was ich vorhin gemacht habe, war pur Geschmarr. Braucht schon so ewig zum Laden hier mit dem Aufnahmeprogramm. Grafikeditor, sage ich, ich möchte, dass du das Gras, ich möchte Texturanimationen speichern, konvertieren und da ist es dann fertig. Gut, Texturanimationen, da zeigt er jetzt hier für die eine Textur gleich 4 Einträge an. Ja, das ist so, da kann ich auch nichts mehr dran ändern, es ist immer so. Da muss man sich dran gewöhnen, man hat auf jeden Fall hier diese eine Textur. Und da hat man halt mehrere Einträge. Das liegt unter anderem daran, da ich ein bodenloses Level gemacht habe und so eigentlich, ja, 6, ja, also was hier stimmt, ist stimmt, es sind circa 7 solche, ja, wie auch immer. Also ich kann hier einstellen, unter welchen Missionen das aktiviert sein soll. Dann kann ich einstellen, wie, also wenn ich das noch ändern möchte, wie viele Flächen es sind, wie viele, wo der Vertex Point liegt, wie auch immer. Was wichtig ist für die Endnutzer oder für die Anfänger, Cycle Duration und Scrolling Speed. Einmal hier, wie lange ein Vorgang dauert, also so ein Durchgang von der Textur dauert, 20 Sekunden sagen wir mal, 20 Sekunden, ja klar, 20 was auch immer. Ich habe nicht rausgefunden, was es sind, aber es ist irgendwas. Das hat nebenbei, ja genau, sage ich gleich dazu. Und halt die Geschwindigkeit. Hier hat eine Möglichkeit, das Behavior einzustellen. Entweder scrollt man hier ganz normal halt die Textur auf der Fläche, nach vorne und hinten, nach links und rechts. Oder man scrollt die ganze Fläche so, wie sie ist.
an Y-Achse, X-Achse, Y-Achse oder Z-Achse. Ich lasse mal so. Er hat mir die Möglichkeit, den Typ einzustellen. Wenn er einmal normales Scrollen ist, einfach zu scrollt, dann haben wir die Möglichkeit, dass man so Jumping Scroll macht, dass ich so zack, 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 zack macht. Falls man es mit meinem Mauszeiger jetzt gesehen hat, zack, 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 zack. Okay, dann haben wir noch Sine Wave, das heißt, geht das so. Okay, ja. Gut. Das ist das, was man einstellen kann. Ich lasse jetzt alles mal so, wie es ist. Einfach mal so lassen. Gut. Spezialboxen hat die Möglichkeit, wenn ich auf Neu klicke, dass man eine Wasserbox, eine ja, Nebelbox und eine Giftnebelbox hinzuzufügen. Man kann sie auch hinterher bearbeiten und wieder löschen. Das zeige ich jetzt nicht mehr extra. Was ich jetzt allerdings zeige, ist, dass man hier mit Editor, hier öffnet einen Level-Editor, und das ist ein großer, wichtiger Bereich. Mit dem kann man nämlich sein Level in seinem Level Objekte einbauen und so weiter und so fort. Ja, ich sage jetzt einfach mal, ich setze das. Also hier oben hat man die Möglichkeit, Objekte auszuwählen. Standardmäßig sind 16 Objekte in dem Level drin. Man kann hier oben über bei in der, ich sage es mal, Ribbon Bar. Wie das auf Deutsch hieß, weiß ich nicht, hat Microsoft mir irgendwann erzählt. So heißt es dann auch auf Deutsch, oder ich nenne es dann auch so auf Deutsch, kann man hier oben ein Objekt hinzufügen, 15 oder 50 Objekte hinzufügen. Oder auch mehrere markieren und diese löschen. Wie auch immer. Gut. Hier hatten wir die Möglichkeit, ein Objekt auszuwählen. Hier unten sind die Eigenschaften von dem Objekt. Einmal die Object-Combo. Ja, wenn man drin ist, hat man alphabetisch sortiert die verfügbaren Objekte in dem Level. Oder Object-Combos in dem Level. Basiert auf der Model-ID, also wenn er eine Model-ID nicht findet, ist auch die Object-Combo nicht verfügbar. Es sei denn, es ist ein spezielles Objekt, eigentlich musste ich manuell immer hinzufügen, weil die immer verfügbar sind, ohne dass sie geladen werden, speziell. Hier unten haben wir bei Behaviors, haben wir eben genau das, hier hat man die, kann man die Behaviors auswählen. Wenn man auf Name klickt, kann man es nach Name sortieren und Adresse sortieren. Aufsteigend, absteigend, wie man das gerne möchte. Wie der Bittsteller. Ist ja wurscht. Das Objekt kann ich hier unten mit einem roten Ding verschieben. Ich kann hier auf 20% das Ganze runter, also die Geschwindigkeit auf 20% runter scrollen. Der Drop to Nearest meint also an der nächstgelegenen Fläche, die er finden kann. Das ist jetzt hier der Boden. Da drücke ich mal drauf. Drop to Top passt auf die höchstliegende Fläche und Drop to Button auf die niedrigste Fläche. Ja. Genau. Okay, hier hat man daneben noch die Möglichkeit, damit er zum Beispiel Drop to Top, dass er immer die höchstgelegene Fläche auswählt und da immer auf der höchstgelegenen Fläche das Ganze lässt. So, dass man quasi hier so hergeht und das Ganze schiebt. Ja, wie auch immer, wenn es Spaß macht. Ach, mehr nicht. Dann kann man wieder rausmachen und ich schiebe sie dann runter. So, Drop to Nearest, genau. Rotation 180, das ist auch alles, was ich zeigen will jetzt. Mehr zeige ich hier groß nicht. Also mal die Möglichkeit, ein Objekt zu kopieren, mit Rechtsklick und Copy oder hier oben Copy Object und dann hat man die Möglichkeit, auf ein anderes Objekt hier entweder ganz normal alles einzufügen, Position, Rotation, Model ID, B-Params und all den ganzen Scheiß. Oder man hat hier oben die Option Paste Special. Da kann man entweder nur Object Combo oder nur Model ID oder halt nur irgendeins von denen einzufügen. Clear Clipboard löscht er eben das, was aktuell im Zwischenspeicher gespeichert ist. Hier Remove All Empty Objects, selbsterklärend Unused Objects, selbsterklärend Export Object Model. Das ist nicht selbsterklärend. Hier hat man die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn ich jetzt hergehe und habe eine Pipe, dass ich eben das Modell dieses Dings hier exportiere. Ich habe noch nie probiert, ob es funktioniert. Ich konnte es noch nie probieren. Ich habe schon probiert, funktioniert im Blender halt. Das ist dann nicht gemacht. Also einfach hier dann Test. Test OBJ. Ich sage jetzt mal OBJ, ne? Ja, das ist allerdings nur im OBJ-Format momentan noch, weil Asim ist der Meinung, dass er auf 64-Bit-Betriebssystem crasht. Und Aspos 3D funktioniert beim Export, glaube ich, über beim Modell. Irgendwas funktioniert nicht. Das ist
Am besten funktioniert eigentlich der Simple File Parser. Beim Speichern und Laden. Beim Laden ASIMP und ASPOS auch. Allerdings hat ASPOS wieder irgendeinen Bug, den ich nicht begreife. Da fehlen dann manchmal Flächen. Das ist echt merkwürdig. Aber gut, kümmern wir uns nicht drum. Ich habe die Möglichkeit eingebaut, dass es mehr die eine gibt, dass vielleicht auch möglicherweise es mit einem anderen Modul funktioniert, statt nur mit einem, wenn es mit einem mal nicht funktioniert, zum Beispiel mit dem Firebase, wenn es funktioniert, zwischen mal auf ASIN und probiert es mit ASIN. Okay, er hat eine Möglichkeit, Command Sex Array, naja, was macht man? Er kopiert einfach den Level Script Command von dem Warp Pipe hier, also halt von dem Object hier. Reset to Default Object, eine Möglichkeit, dass es zu einem Standard-Objekt hin, also hier zu einem Empty Object zurückgedingst wird. Mit Steuerung Z kann ich üben, übrigens in der Regel alles rückgängig, ach ja, das sogar rückgängig machen und wieder wiederholen. Normalerweise, jetzt haben wir aber Pole, jetzt aktualisiert er gar nichts mehr. Pipe. Toll, okay, Warps, gehen wir zu den Warps. Oben dann sind wir bei Warps. Wir können einen Warp hinzufügen. Das ist ein normaler, also wenn man hier drauf drückt, ein normaler Connected Warp. Dann hat man noch die Möglichkeit, Pending Warps und Instant Warps hinzuzufügen. Diese werden dann hier alle unter jeder jeweiligen Gruppe aufgelistet. Kurze Information. Hier, wenn eine Schrift eines Warps schwarz ist, führt der Warp womöglich nicht in ein Custom Level. Wenn der Warp grün ist, ist das ein Warp, der zu einem anderen Warp führt. Wenn der Warp rot ist, führt der Warp nicht zu einem anderen Warp, da der Warp nicht vorhanden ist. Ja. Also der Zielwarp ist nicht vorhanden. Ich, wenn den jetzt hier auf Destination Warp 10 setzen würde, würde er sich zu sich selbst führen. Das wäre dann wieder, er würde ihn wieder finden oder ich füge noch einen normalen hinzu. Dann müsste hier der hier, wenn man es aktualisiert, der fügt zu 0. Und es ist 0. Dann halt nicht. Man hat auf jeden Fall bei Warps nebenbei, also eigentlich nur bei Connected Warp und Painting Warps, die Möglichkeit, einen Checkpoint zu erstellen. Das führt dazu, dass quasi, wenn man hergeht, und ich mache das ganz kurz, ich erstelle mir zwei Warp Pipes. Willst du mich jetzt verarschen? Und sollte ich alles noch einmal bringen? Ah, 100%. Also eine Röhre hier drauf getoppt. Eine andere Röhre, die du gerne. Warp Pipe. Ja, ich finde es schön, dass du dich anzeigst. Drop to nearest. Dann haben wir hier eine wunderbare. Ich lade mal kurz den Bereich neu. Ah, geht. Wieso ist das ein Empty Object? Naja. Multi-Auswahl, Multi-Select, das mag er wohl noch nicht so ganz, oder wie? Gut, auf jeden Fall hier die zweite Röhre. Dann haben wir hier kurz zwei Warps, ich mache das kurz schnell. Zwei Warps, der hier fügt zu Warp 0, der andere fügt zu Warp 1. Wenn es orange ist, weiß ich nicht mehr, was er macht. Das war echt ein was. Ich hab's vergessen. Ach, nett. Ach so, der Warp ist keinem Objekt zugewiesen. Das ändern wir mal kurz. Also Warp Pipe hat den Warp 0 und die hat den Warp 1. So. Das heißt, wenn ich jetzt das hier habe, muss ich dem Warp 1 sagen, hey, mach einen Checkpoint. Dann komme ich nämlich bei dieser Röhre. Wenn ich dann hier rauskomme, erstelle den Checkpoint. Und wenn ich dann sterbe und dann wieder das Level beginnt, fängt er bei der Destination von dem Warp hier an. Also von dem Warp bei der Destination fängt er an. Das ist die, komme ich dann da raus. Ja, schön wär's, wenn du das Ganze. Ja, jetzt ist es grün, toll. Ja, aber das sollst du jetzt zur 1 führen. Ich bin heute, ja, das weiß ich. Achso, nein, passt schon. Gut, das ist, was ich zeigen wollte. Was man bei Area noch machen kann, ist eben hier, ja, die Area wechseln und neu hinzufügen oder zu löschen und ich ja auch nochmal Modell exportieren und importieren. Bei Level hat man die Möglichkeit, jetzt ist das Wichtige hier, zum Beispiel, ich habe Mario Stadt gesetzt. Hier ist möglicherweise, dass dieses Level meine Oberwelt ist. Ich möchte später mal in diesem Level an dieser Stelle das Spiel starten.
dann setze ich einfach irgendein Objekt an die Stelle, wähle das eben aus, also hier ist es mein Mario-Start 1, das ist mein irgendein Objekt und es ist an der Position und auch die Rotation, Y-Rotation, ist alles so eingestellt, wie er später starten soll, der Mario im Spiel. Und dann setze ich einfach Set to Selected Object und dann ist die Position für dieses Level gespeichert. Die Positionen werden pro Level gespeichert, das heißt, auch wenn später mal in einem anderen Level man auf diesen Button hier klickt, wird die vom vorherigen Level, wo man das schon gemacht hat, nicht gelöscht. Die bleibt erhalten. Okay, dann ist das Ganze erledigt. Man hat hier unter... Na, lade doch rein. Schneller, genau, du musst erst die ganzen Collision-Dinger hier laden. Die sind später mal, ist geplant, dass irgendwas mal Collision bearbeiten kann und auch diese ganzen Optionen hier verfügbar sind. Und der View hat mir noch Möglichkeiten, Sachen einzustellen, zum Beispiel, dass man die Visual Map anschauen kann, die Collision Map sich anschauen kann. Er hat sie gerade geladen, eigentlich. Gerade eine Collision Map, eine Visual Map. Man kann hier sich die ganzen, das anzeigen lassen, man kann nur das Außen anzeigen lassen oder man kann auch hier die Backfaces sich anzeigen lassen. Oder dass man Objektmodelle nicht zeichnet, man kann dann Screenshot aufnehmen von dem aktuellen Bild hier, ohne den, also mit den Objektmodellen, aber ohne den rot-gelben Kästchen außenrum. Das Level sieht dann, sollte dann ausschauen. Dann mehr Möglichkeit zwischen dem und dem hier zu wechseln. Gut. Dann speichere ich hier. Hier kann ich nebenbei genauso speichern. Und ich kann nebenbei auch genauso F5 drücken zum Laden der ROM. Dazu nachher. Was noch zwei kurz, also mein Texteditor, der ist selbsterklärend. Komischerweise hat man mit meinem Texteditor, das war auch vorher schon im Supermarkt Textmanager, den habe auch ich geschrieben, war das komischerweise so, dass man irgendwie auf irgendeiner, aus irgendeinem Grund hat man mehr Platz wie mit Supermarkt Text Wrangler oder so. Supermarkt Text Wrangler oder so. Oder wie im Original, man hat irgendwie mehr Platz. Fragt mich nicht warum, er hat hier irgendwie mehr übrig wie eigentlich. Eigentlich müsste 0 übrig sein, ein bisschen mehr. Fragt nicht. Er hat unten die Möglichkeit bei den Dialogen, dass man die Position des Dialogs bestimmen kann und dass man hergehen kann und sagen kann, wie viele Zeilen auf einmal angezeigt werden. Quasi, dass ich jetzt hergehe und er zeigt mir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zeilen an, dann muss man A drücken, dann zeigt er mir die nächsten 6 an. Dann muss man A drücken, zeigt er mir die nächsten an. Das kann man hier einstellen. Gut, Musiktable. Also, was ist möglich? Man kann hier seine eigenen Musiksequenzen hinzufügen oder welche löschen. Und wenn man hier ausgewählt hat, kann man hier das das Instrumentenset ändern für diese Sequenz. Später baue ich auch noch eine Möglichkeit ein, dass man mehrere mehrere Instrumentensets auf einmal auswählen kann. Das ist je nachdem, falls das irgendjemand mal braucht. Ich meine, ich brauche es nicht, aber Super Mario 64 kann es. Aktuell ist es aber schmarrn, weil man braucht eigentlich immer nur eine. Außer man hat einen richtig großen Track, aber das ist ja nicht mehr. Auf jeden Fall importieren, exportieren kann man hier einmal ein neues, den aktuellen hier überschreiben mit einem neuen importieren oder exportieren. Man hat ja, man exportiert einfach den aktuellen, der unter Highscore ist, als .m64. Hier unter hinzufügen muss man gleich einen auswählen, damit er hinzugefügt wird, eine M64-Datei. Genau, das ist alles Wichtige dazu. Dazu muss ich nichts sagen. Dann noch kurz, was mir noch alles einfällt und wichtig ist. Ich habe jetzt wahrscheinlich die Hälfte der wichtigen Funktionen dahinter. Ach, hier im Level Manager. Das ist noch wichtig. Einmal hier, wenn ich auf mehr klicke oder auf oder rechtsklick auf. Ich konnte mal rechtsklick machen. Also rechtsklick. Ja, toll, jetzt macht er Doppelklick. Das will ich nicht. Schließen. Also hier mehr, wenn man das Level ausgewählt hat, dann kann man hier Level-ID nochmal ändern. Das heißt, man kann hergehen und sagen, ich will nicht Bob-ums Rumpack überschreiben, sondern ein anderes Level. Dann kann man noch hergehen und sagen, ich will das Level löschen. Dann kann man hergehen und sagen, ich will die ROM-Adresse zu diesem Level hin kopieren. Dann kann man hergehen und ich möchte die Größe von Bank 19 ändern. Ja, die ist jetzt so groß und ich will, dass sie größer ist. Man kann auch hergehen und sagen, sich das Level-Skript mal anzeigen lassen.
Ja, wenn man es möchte. Bitte. Ja, das Level Skript. Normalerweise steht da vorne die Adresse in Dezimal und Hexadezimal. Problem hier ist allerdings, dass ich noch nicht gespeichert habe und die Adresse 0 ist. Man hat ja auch Möglichkeit im Bereich, da gibt es mal eine Möglichkeit, das Geo-Layout-Skript anzuzeigen zu lassen und ja, die Display-List, die wird's da, die kann man sich dann auch mal anzeigen lassen. Allerdings wird das dann eher im Editor möglich sein, weil da das Modell dann schon geladen ist. Ja, okay, das ist das und so weiter dazu. Jetzt noch zu den Modulen. Level Manager, Music Manager, also die Zahl haben wir schon. Model Importer sieht folgendermaßen aus. So.